Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen da, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich im weiteren Video hier auf meinem wunderbaren Kanal. Was geht ab? Die Sonne kommt raus, es ist richtig geiles Wetter draußen, deswegen kurz aufnehmen, danach draußen natürlich, so muss es sein. Und Leute, ihr könnt auch draußen sein, aber schön die Videos gucken übers Handy bei mir, beziehungsweise ne, von mir. Wäre sehr schön, Dankeschön. Auch der Support allgemein in den letzten Tagen, richtig geil, vielen Dank dafür, deswegen gibt's nochmal eine Brofist für euch. Dankeschön, ist mir wie meine Ehre, dass ich euch irgendwie unterhalten kann. So, ich habe was Neues mitgebracht und zwar ein unglaublich geiles Deck, was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe. Und das werden wir heute ausprobieren, und zwar dieses hier. Ein Erscheinungsdeck. Ja, ja, der Lars hat kurz die Erscheinung rausgeknallt. Ebenso habe ich gerade den Nekromanten upgegradet auf Level Nummer 3. Legendary Level 3 läuft bei uns. 20k Gold rausgeknallt. Ebenso kann ich jetzt hier noch die Legion der Skelette upgraden. Aber mir fehlt Gold. Das heißt, ein bisschen Gold sammeln, dann kommen wir auf jeden Fall voran. Sollten wir in den nächsten Tagen hinbekommen, dass wir 8000 bekommen und dann die Legion upgraden können. Ja, ich würde mal sagen, let's go. Übrigens wieder ein wunderbares Video wurde hier gepostet von mir. Ah, ich bin so stolz, dass ich in dem Game drin bin, in-game meine Videos. Ah, das ist toll. Ah, schön, schön. Und übrigens an die ganzen Hater. Wie gesagt, das Feedback ist mega geil von euch. Ziemlich, richtig viele Kommentare. Ich lese auch jedes Kommentar. Aber klar, die Hater sind halt immer da. Ich will jetzt auch keine Plattform geben, aber so Kommentare wie, es ist peinlich, wie ich dieses Spiel spiele. Das stimmt, also ich kann wirklich meinen Eltern nicht mehr in den Augen gucken, weil ich bei Castle Crush ein Missplay gemacht habe. Ich feiere das so sehr, es ist so geil. Oh, ich liebe Hater-Kommentare, oh, so sehr. Aber trotzdem sind schöne Kommentare immer geiler, ne? Wir klatschen mal, was machen wir weg? Das könnte, das ist okay, ich kann entfernt werden hier. Komm, ein Wirbelwind hier, das wird direkt ein, ist weg. Tschüss. Er kommt hier mit dem Kollegen Golem. Die Frage ist natürlich jetzt, ganz wichtig. Wenn der Gegner genug Flächenschaden hat, ist unser Deck mega scheiße. Das ist halt einfach so, ne? Also dann kann unser Deck gar nichts. Wir starten da mal hier mit denen. Flubbidi flub. Flubbidi flubbidi flub. Dann setzen wir direkt mal hier die Madame an, glaube ich, in der Mitte. Next one hier. Oh, ich wollte es eigentlich hier in Mitte setzen. Habe ich ein bisschen verkackt. Kann direkt zurückwirbeln, ist okay. Wir können hier arbeiten. Ist die Madame einfach darauf getaucht, wo sie gar nicht hin sollte? Na, 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 na. Der Lars macht schon wieder hier Missplays. Geht direkt los. Es geht direkt los mit irgendeinem Scheiß. Oh, da ist Flächenschaden. Gut, dass ich genau da was reingesetzt habe. Das meine ich nämlich, ne? Wenn der Flächenschaden da ist, hast du keinen, keine Chance. Er hat zwei Mages. Ich habe, glaube ich, schon verloren. Ja, das gewinne ich noch locker. Zwinker, Zwinker. Er freest doch da oben. Was hat er denn alles? Der kleine Zipfel hier. Egal, ist in Ordnung. Zum Warmwerden ist es in Ordnung. Deswegen mache ich kurz sehen. Ich gebe auf. War wieder peinlich. Also gleich werde ich, denke ich, mein Leben nehmen, weil ich schlecht gespielt habe. Scherz beiseite. Weiter geht's. Ich hab die Befürchtung, dass das Deck zu teuer ist. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass das Deck zu teuer ist. Dass es viel zu teuer ist. Ich meine, es geht hier los mit 5-5-5. Klar, zurückwirbeln ist schon ganz geil, aber ich muss hier ein bisschen was austauschen. Also, Wiederbelebung zweimal. Ich nehme einmal die Erscheinung weg. So. Wir spielen es mal so. Also, ich finde es zu teuer. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr ein besseres Erscheinungsdeck habt. Gerne, gerne rein. Würde mich interessieren, aber das finde ich aktuell einfach zu teuer. Und hier mit sowas kann man halt viel, viel krasser arbeiten. Hier habe ich direkt das Mana-Ritual. War genauso geplant. Ich bin genau auf 5100 Pokale. Läuft bei mir. Easy peasy. Da kommen die Skelette. Die Skelette in der Mitte. Jetzt habe ich eine Erscheinung, aber bevor ich die wieder zünden kann, dauert's, ne? Direkt Meteor drauf. Ich kann es auch nicht wiederbeleben. Das wird nicht reichen. Jo, es ist halt einfach mal alles tot. So, ein Wirbelwind kann weg. Und mir kommt er jetzt großes, dickes hier an. Komm, zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst! Sehr gut, bekommt ein Skelett, das gefällt mir. Wusste natürlich genau, dass das so passiert. Ganz genau wusste ich das. Ja, mach ich die weg hier mit. Das sollte reichen. Oder auch nicht, weil er hier den Kollegen drauf hat. Lebt wieder. Oh, auch direkt wieder down. Okay. Wir müssen zurückwirbeln. Okay. Ich muss hier den Kollegen machen.
Krieg ich vorher nicht raus? So, ich belebe jetzt alles wieder. Es ist trotzdem ein Problem, was wir gerade haben. Ein sehr großes sogar. Wir kommen den Drachen nicht tot, weil wir einer immer alle instant sterben. Jetzt könnte ich eine Erscheinung natürlich jetzt irgendwie rausbekommen. Das wäre ganz cool. Aber ich kriege keine Erscheinung. Oh, eine Erscheinung, das habe ich verloren. Drache ist down. Oh Gott, der Flächenschaden. 39 HP, der Meteor, ne? Siehst du? 341 HP. 341. Nein. Es war gut. Es war gut. Guck mal, wie viele Skelette da oben waren. Ihr seht es, wenn es passiert, wenn das Deck auf ihn vergreift, dann ist es stark. Aber er hat sich jede Lane schon wieder Flächenschaden. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich glaube, das kann man gar nicht spielen, das Deck zurzeit. Das ist einfach nur lost. Aber nur kaputt bei so viel Flächenschaden, der am Start ist. Heieiei, aber krass. War krass. Es kann funktionieren. Aber ich glaube, nee. Dieses ohne Erscheinung, das Deck, ist, glaube ich, krasser. Weil du dann einfach mehr Mana-Rituale hast und sowas alles. Aber darfst du alle hier auf der Tasche haben, ne? Da kommt ein Golem reingelümmelt, der alte Lachs hier. Was ist denn los mit dir? Es ist zu teuer, das Deck. Es ist zu teuer. Ich muss die kleinen Skelette mit rein. Es kann so nicht. Es ist zu teuer. Was? Oh, ist okay. Ist gut, er ist wieder da. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das wäre natürlich jetzt schlimm gewesen, wenn er einfach mal lief hier und nicht wiederkommt. Hallo, kurz schätze ich das Game. Kurz zug mal wieder auf. Läuft auf jeden Fall bei ihm. Gar kein Problem. So, wir starten jetzt auf jeden Fall mal hiermit. Mit this friend on this side. Kämpft der jetzt? Die haben doch gerade auch gespielt. Hab ich doch, glaube ich, eiskalt verloren. Aber ganz knapp nur. Aber jetzt hat er keinen Bock mehr. Okay. Ja, Leute, so kann man auch gewinnen mit dem Deck. Einfach der Gegner lieft und spielt keine Karten. So kann man gewinnen. Nein, man kann auch. Wenn man diese Skelette hat und deine Erscheinung, bist halt krass am Start. Das Problem ist auch nur, bevor ich das habe, bin ich halt schon kaputt. Oh, hier. Ein bisschen gönnen hier. Wunderbar, Schlammelementar. Ich muss auch wieder ein Schlammelementar-Deck spielen. Sehr, sehr geil. Habe ich auch mal wieder Bock drauf. Oder was anderes, was ich auf jeden Fall im nächsten Part schon plane. Seid gespannt. Auch ein sehr, sehr lustiges Deck. So, jetzt aber. Viel Erfolg wünsche ich dir auch, mein Freund. So, mein Ritual ist am Start bei mir auch. Sehr gut. Kommen wir direkt hier mit rein. Sehr geil. Ist wohl nur Level 9, aber okay. So, jetzt natürlich hier der wunderbare Kollege. Das würde uns sehr, sehr weiterhelfen. Da kommen sie. Jawohl, sehr gut. Ja, ich habe ein paar mehr Skelette, mein Junge. Ich habe da so ein paar mehr. Direkt die nächsten Skelette drauf lümmeln. Da kommen sie. Ihr habt ein ähnliches Deck. Ein sehr, sehr ähnliches. Aber unser Deck ist ein bisschen besser. Da wird geswitcht, die Lane. Ist auch okay. Gutes Spiel. Direkt Assi werden. Er wollte auf jeden Fall Rush-mäßig. Das war dieses andere Deck, was ich auch schon gespielt habe. Ich schau mal kurz drauf, was er für Karten dabei hat. Mich jetzt mal interessieren. Also Spielverlauf. Ja, das ist komisch. Zweimal Skelette hier. Das ist ein sehr komisches Deck. Er geht full die ganze Zeit nur auf die Burg. Aber damit kannst du nicht so viel reißen. Na egal. Ihr seht es? Das Deck kann funktionieren, aber scheinbar nur gegen jemanden, der ein Scheißdeck spielt. Nein, es kann auch anders funktionieren. Glaubt mir doch mal. Glaubt an das Herz der Karten. Jetzt ist ein 12er hier. Das ist wieder unfair. Nein, ist es nicht. Aber easy. Easy peasy. Ich bin jetzt Ritual mal rein. Ich warte mal kurz, was ich bekomme. Das ist jetzt nicht unbedingt ein schöner Anfang. Ich warte noch. Also, so Skelette ist okay, aber ich hätte gerne so eine Legion oder sowas. Da kannst du besser mit arbeiten. Ja, sowas ist halt schon toller. Das ist okay. Da noch ein paar Skelette reingelümmelt. Ist auch okay. Okay, switch die Lane. Was ist denn los mit dir? Mach eine Sieber rein. Er setzt einen Dämon gegen Skelette. Okay, er hat scheinbar nichts auf der Hand. Gar nichts. Nein, er muss nichts auf der Hand haben. Wirklich gar nichts. Und das mit der Ute Aga von this side.
Das ist okay, sollte Uraga auf jeden Fall kaputt gehen mit meiner wunderbaren Dame. Sie ist geblitzt. Okay, kann auch passieren. Kann ich mit leben. Ich könnte sie wiederbeleben, also würde direkt sterben. Jetzt nehmen wir kurz den Kollegen hier rein. An this side of love. Das passt auf jeden Fall. Den lümmeln wir hier auf jeden Fall zurück. Hier hauen wir kurz den rein. Das sieht gut aus. Können wir auch gegen 12er gewinnen. Ja, ich finde das Deck immer noch fragwürdig. Fragwürdig, sagen wir es mal so. Okay, er switcht alles, ist okay. Mal kurz sehen hier, damit mein Nekromant nicht stirbt. Oh, der hat eine ziemlich große Erscheinung da oben. Gar nicht mal so schlecht. Aber sehr viel Flächenschaden von ihm. Jetzt alles down. Ich brauche ein paar Wirbelwinde wieder. Sonst habe ich ein Problem. Ich belebe mal kurz wieder. Damit da ein bisschen Verteidigung am Start ist. Ich hoffe, er kann nicht zurückwirbeln. Da habe ich auch ein Problem. Ah, wir haben voll gewonnen. Okay. Alles klärchen. Plus 29. Lustiges. Lustiges Game. Das hat Spaß gemacht. Eieiei. Trotzdem sehr, sehr zwiegespannt, mein Deck. Sehr, sehr. Ihr könnt die Meinung reinschreiben von dem Deck in die Kommentare. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe ja noch ein anderes hier. Wo ist es denn? Das war das Schlammdeck. Dies hier, ne? Das finde ich einfach viel, 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 viel stärker. Dies hier, wir können es auch nochmal spielen, als das Deck, was wir gerade eben gespielt haben. Damit kannst du einfach richtig Gas geben. Obwohl, war das jetzt das Richtige, was ich meinte? Ich schaue noch mal kurz. Das ist mein Rush-Deck. Meine altbekannte Allzweckwaffe. Ja. Hier ist aber keine Erscheinung drin. Aber trotzdem finde ich das einfach besser. Wir spielen es mal kurz, dann werden wir kurz schauen, ob das ein bisschen besser funktioniert. Und ihr schreibt dann einfach eure Meinung in die Kommentare. Beziehungsweise Deckvorschläge, wenn ihr anderes geiles Erscheinungsdeck habt oder Nekromantendeck auch gerne rein. Würde mich interessieren. Was ist das denn für eine Staatsangehörigkeit? Okay. So, jetzt schauen wir mal kurz den Level 9er. Ist jetzt kein Richtwert, aber 9er mit so einem Sensenmann-Deck, der die Lane gut switcht, der kann uns auch besiegen. Das darf man nicht unterschätzen an dieser Stelle. Nur weil Level 9 ist, das heißt nichts. Einmal kurz einen richtig guten Standartenträger am Start. GG. Die. Guck mal, Level 5er, siehst du, er hat so ein Deck. Genauso ein Deck, was ich meine. Alle, die wirklich auf dem... Ja gut, wir sind nicht hoch von den Pokalen. Aber alle, die auch ungefähr, sag ich mal, 5000 Pokale haben und Level 9, Level 8 sind, was auch immer, haben wirklich ein Sensenmann-Standartenträger-Deck. Alle. Da kannst du Gift draufnehmen. Ich glaube, anders kann man gar nicht hochkommen. Das funktioniert nicht. Schauen wir kurz nach hier. Was hat er für ein Deck? Lass mich raten. Sensenmann-Standartenträger, wie ich gerade eben erwähnt. Kein Standartenträger. Wow. Sein Pokalrekord. Liegt bei, bisschen höher als meins, nein, Best Song 4-9. Nicht schlecht, Herr Specht. Interessant, sehr interessant. Damit kann es scheinbar auch funktionieren. Ich werde noch jemanden Gleichwertiges, zumindest burgtechnisch, auf meinem Level haben, damit ich euch das Deck auch mal kurz zeigen kann. Das ist, damit es rasiert und zerstört und zerballert gegen den Strich mit Benzin. Amanakoi. Jetzt aber hier ein Ami. Da sind die krassen. Die Amerikaner. Ich hätte Bock auf einen Amerikaner. Also zu essen, ne? Ihr wisst Bescheid. Kein Mensch, sondern dieses Gebäck. Ich will ein paar Skelette rein. Ich habe ja nichts anderes hier. Da kommen sie. Oh. Oh, da war ein Gift. Der kleine Zipfel hier. Mach da einfach ein Gift. Kommen die nächsten Skelette. Ja. Tun wir das? Ich habe halt immer Angst, wenn ich irgendwas spiele. Und dann kann ich halt nicht wiederbeleben. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen muss ich halt aufpassen.
Sollte reichen auf jeden Fall. Wir kommen trotzdem ziemlich hart von allen Lanes. Da ist die Madame wieder. Wer denn sonst? Die muss doch die ganze Zeit überall auftauchen, ne? Die Madame. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt stirbt sie eh wieder. Hat er noch einen Sensenmann da oben? Nein! Und der kriegt noch einen Schuss durch. Was ist da gerade in der Mitte passiert? Ich brauche eine Wiederholung. Ich brauche eine Wiederholung. Was ist da passiert? Hat er gerade... Ist gerade die Hexe? Nein. Oh, ich, oh Gott. Ich bin heute so unfassbar unlucky. Das ist der Hammer. Oh, ich bin wirklich unlucky. Da kannst du erzählen, was du willst. Ich glaube gerade eben, ist das wirklich passiert, dass es kam noch ein Schuss durch. In dem Moment hat die schwarze Hexe erst ein Skelett gemacht und hat dann quasi Skelett kaputt gemacht von meiner Madame. Oder wie? Egal, ich... Heute ist nicht mein Tag. Definitiv nicht beim Spielen. Ich bin so unfassbar unlucky. Aber das war das Erscheinungsdeck. Ich finde es jetzt nicht überragend, sagen wir es mal so. Ihr könnt ja gerne in den Kommentar schreiben, was ihr dazu meint zu dem Deck. Falls ihr ein anderes habt, auch gerne rein. Und, ich bin peinlich. Das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bleibt gesund. Bis zum ersten Mal. Reingehauen und tschüssi.